Wort hat der Abgeordnete Wolfgang Greilich, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wenn man sich den bisherigen Verlauf des Vormittags und jetzt auch die Rede des Kollegen May anhört, dann hat man den Eindruck, es geht hier heute in der Tat ziemlich viel um Eier und Geeier und Eiertänze. Denn in der Sache ist es eigentlich lohnend, sich einmal mit dem auseinanderzusetzen, was die SPD hier auf die Tagesordnung gesetzt hat. Hier geht es darum, vielen Dank für den Beifall, insbesondere aus der sozialdemokratischen Fraktion. Mal sehen, ob das so bleibt. Nationale Bildungsallianz. Also, Sie haben den Auftrag aus dem Willy-Brandt-Haus aufgenommen. Tragen Sie unser Wahlkampfthema in den Hessischen Landtag. Okay, machen wir. Dann haben Sie dahinter geschrieben, Hessen muss mehr in Bildung investieren und darf den Bund nicht an den Schultoren stehen lassen. Hessen muss mehr in Bildung investieren. Da mache ich einfach mal einen Haken dran. Das haben wir gestern schon ausgiebig diskutiert. Dann bleibt die Frage, was meinen Sie eigentlich damit, Frau Kollegin Faeser? Der Bund darf nicht an den Schultoren stehen bleiben. Da lese ich dann in der Tat, der Bund darf nicht mehr vor den Schultoren stehen bleiben müssen, und gute Ideen an einem Ort sollen schneller übertragen und für alle Kinder und Jugendlichen erreichbar werden. Das heißt, es geht offensichtlich nicht nur ums Geld, sondern es geht um die Inhalte. Das, was dahinter steckt, ist der Wunsch nach einer Vereinheitlichung unseres Bildungssystems, nach der Vereinheitlichung des Bildungswesens. Und da sage ich relativ eindeutig, und da bin ich mir mit dem Kollegen May dann auch mal einig, wir brauchen keinen Bundeskultusminister, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Wir wollen nicht, dass im hessischen Schulsystem die gleichen Fehler gemacht werden wie in Bremen, wie in Berlin, wie in anderen Bundesländern, die ganz hinten in der Skala stehen. Und ich will an der Stelle dann mal zitieren, Herr Kultusminister, wir hatten gestern ja die eine oder andere unterschiedliche Auffassung. Ich habe mir sehr gut aufgehoben, weil ich es hervorragend fand, einen Artikel, den Sie geschrieben haben. Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken, das stand aber über dem Artikel in der FAZ vom 6. Oktober 2016, zentralisiert nicht die Bildungspolitik. Und da gibt es zwei Sätze, die hier diese Debatte eigentlich sehr gut beschreiben. Das erste ist die Feststellung, das sollten insbesondere Sozialdemokraten sehr genau zur Kenntnis nehmen, einzelstaatliche Zuständigkeit verhindert, dass der gleiche, aber falsche Weg überall beschritten wird. Darin liegt das Fehlervermeidungspotenzial des Bildungsföderalismus. Genau das ist der Punkt. Wir wollen nicht Bremer und Berliner und andere Fehler in Hessen. Und der zweite Punkt, das zweite Zitat aus diesem Artikel, das es auch auf den Punkt bringt, und da wird es für Sozialdemokraten ganz besonders spannend, am Ende, hören Sie also gut zu, die gemeinsame Verantwortung von Bund und Ländern hatten wir bis 2006, erinnern wir uns noch dran. Wer die Meinung vertritt, damals sei es der Bildung oder den Schulen besser gegangen oder sei die Bildungsgerechtigkeit größer gewesen, hat die Fakten gegen sich. Da sind wir uns hoffentlich einig. Und dann kommt der entscheidende Satz, nicht zufällig hat mit Klaus von Dohnányi ein erfahrener früherer Bundesbildungsminister vor der Rückkehr zu dieser Regelung gewarnt. Ich muss Ihnen nicht im Einzelnen erläutern, in welcher Partei Herr von Dohnányi Mitglied ist. Freier Demokrat war er nie. Vielleicht wird er es noch. Es sind ja schon andere Sozialdemokraten im höheren Alter zu entsprechenden besseren Erkenntnissen gekommen. Worum es Ihnen geht, das ist ja recht deutlich. Und das wurde ja auch von Herrn Kollegen Degen entsprechend deutlich gesagt. Sie wollen das Kooperationsverbot abschaffen. Okay, nehmen wir zur Kenntnis. Aber wir sagen Ihnen genauso deutlich, das wollen wir nicht. Denn das, was Sie auch als Begründung anführen, Herr Kollege Degen, ich habe es mir aus Ihrer Pressemeldung mal notiert, in diesem Kooperationsverbot manifestiert sich der Egoismus der Länder, die offensichtlich befürchten, dass der Bund sich in die Schulpolitik einmischt, wenn er sich in diesem Bereich unmittelbar finanziell engagiert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was ist denn das für ein Selbstverständnis für einen gewählten Landespolitiker, für einen Vertreter eines Bundeslandes? Welches Verhältnis haben Sie eigentlich zum Föderalismus? Es geht hier nicht, um die Frage, wo die Zuständigkeiten im Föderalismus verortet sind, sondern es geht um eines ganz einfach, mit dem beschäftigen Sie sich, Herr Kollege Schmidt, ja immer mal wieder. Es geht ums Geld. Es geht ausschließlich um die Frage des Geldes. Und da sollten wir uns einig sein. Wir Freie Demokraten jedenfalls wollen die Ausgaben für Bildung so erhöhen, dass gemessen am Staatshaushalt Deutschland zu den führenden fünf Ländern der OECD-Staaten
zählt. Dazu müssen wir uns erheblich anstrengen. Und wenn Sie einmal zur Kenntnis nehmen, dass wir in Deutschland, ich komme zum Ende, Herr Präsident, dass wir in Deutschland das Siebenfache an Volumen, an finanziellem Volumen in die Reparaturwerkstatt, in den Sozialbereich stecken, das Siebenfache von dem, was wir in den Schulbereich stecken, dann wissen wir, wo die Baustelle ist. Und deswegen sage ich relativ einfach, 1 Prozentpunkt aus der Umsatzsteuer an die Länder. Und alle Probleme, die Sie mit einem Angriff auf den Föderalismus beantworten wollen, sind gelöst. Lassen wir uns nicht aufs Glatteis führen. Wir brauchen keinen Bundeskultusminister. Wir brauchen die Kohle. Das ist der entscheidende Punkt. Vielen Dank, Kollege Greilich.